Man sagt immer, wenn man diskutiert, wenn Bürger untereinander diskutieren und die sich aufregen über irgendeine Regelung, über irgendein Gesetz, dann heißt ja, dann musst du eben in die Politik gehen, dann musst du eben in der Gemeinde aktiv werden oder musst du eben politisch aktiv werden, dann kannst du etwas verändern. Ich nehme aber zur Kenntnis, dass heute hier nicht nur Landesräte, auch teilweise der Kollege Urzi sagt, ja, wir haben jetzt ein Gesetz in Rom und da können wir halt nichts machen, auch wenn wir gern würden. Das nehmen wir jetzt Gott gegeben hin. Wer hat denn die Gesetze gemacht? Politiker haben die Gesetze gemacht. Einzig in Europa, diese Impfpflicht gibt es derzeit nur in Italien. Und wir sind nicht einmal imstande zu sagen, als Landtag in Südtirol, als politische Vertreter, als Mitglieder der Landesregierung, die selbst von sich behaupten, auch ich würde es auch gerne anders haben. Ich hätte auch gerne einen freien Zugang und ich habe nie die Tür aufgemacht, Impfungen ja oder nein. Das haben vielleicht andere, aber ich nicht, weder in der Vorstellung noch im Vorfeld. Und dass man jetzt hergeht und sagt, ja, das Gesetz ist Gott gegeben, wir können nicht mal ein Zeichen setzen, dass wir mit diesem Begehrensantrag, da sagen wir ja genau das. Bitte überlegt euch das, weil vielleicht, wie viele Gesetze sind denn schon geändert worden? Schauen wir mal unser Raumordnungsgesetz an, das jeden zweiten Montag oder jeden dritten Dienstag wieder geändert wird. Sagen wir da, na, jetzt ist es halt so. Das tun wir nicht. Man verbessert sich. Und es geht hier einfach darum, dass man ein Zeichen setzt und sagt, bitte überlegt euch das, denn es werden ja auch in den nächsten Monaten die Erkenntnisse noch wachsen. Wir werden ständig dazulernen, auch die Wissenschaft wird weitergehen. Und ich vermisse hier wirklich auch den liberalen Ansatz, den ich normalerweise beim Gesundheitslandesrat doch verspüre, dass er ihn hier nicht auch durchzieht und diesen Wunsch zum Ausdruck bringt. Und ich möchte betonen, dass wir Freiheitliche im Vorfeld, und das ist selten in der Politik, ganz klar mitgeteilt haben, auch über die sozialen Medien, wir möchten mit diesem Begehrensantrag keinerlei falsche Hoffnungen machen. Das haben wir ganz offen gesagt. Und nicht vorgegaukelt, wenn das durchgeht, dann ist die Impfpflicht weg. Im Gegenteil, wir haben gesagt, es geht hier nur, unsere Hände sind gebunden, unsere Möglichkeiten sind eingeschränkt. Aber was wir tun können, ist ein Zeichen aus dem Südtiroler Landtag zu setzen, mit der Bitte, überlegt es euch und schaut die Freiwilligkeit in den Vordergrund zu stellen. Das ist der Hintergrund dieses Begehrensantrages. Und Landesrätin Deeg, Sie haben vor, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ich glaube vor 10 Tagen ungefähr, eine Pressemitteilung veröffentlicht, in einem Interview haben Sie es gesagt, wo Sie die Parlamentarier in Rom bewertet haben, beziehungsweise Sie haben ja hier gesagt, uns wäre es lieber freiwillig, aber die SVP-Parlamentarier in Rom haben ja zum Fürstgesetz gestimmt. Und dann sagen Sie auf die Frage, wie das zusammenpasst. Ja, egal, wenn sie dafür gestimmt haben, denn ein Zeichen mit der Abstimmung zu setzen, hätte wenig Sinn gehabt. Dagegen zu stimmen, weil man dagegen ist, hätte keine Auswirkungen gehabt. Heute hier hat Ihre Stimme eine Auswirkung. Heute hier hat Ihre Stimme, Frau Deeg, und die von der gesamten Volkspartei und auch von der Lega, hat eine Auswirkung, ob dieser Begehrensantrag angenommen wird und ob wir dieses Zeichen setzen. Keine falsche Versprechung, sondern ein ehrlicher Wunsch, dass wir, solange das Gesetz in Kraft ist, nicht anders können und natürlich das über unseren Gesetzen steht, ist ja klar, da brauchen wir nicht lange herumlavieren. Aber hier ein Zeichen zu setzen, das würde Rückgrat bedeuten, das würde Aufrichtigkeit bedeuten, das würde Ehrlichkeit bedeuten und auch würde der persönliche Wunsch zusammenpassen mit der Handlung, die man politisch tut. Denn ich glaube, das kann man nicht immer ständig trennen. Persönlich bin ich dafür, aber politisch bin ich dagegen.